Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Impuls. Mein Name ist Marinja und ich möchte kurz mal mit dir teilen, was mir aufgefallen ist bei einem Tipps geben im Leben und was mir da an meiner eigenen persönlichen Geschichte aufgefallen ist. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass je schlechter die Beziehung zu diesen Menschen ist, die ich um mich habe, desto weniger will ich Tipps von den Menschen annehmen. Oder je weniger ich diesen Menschen vertrauen kann, desto weniger will ich von diesen Menschen annehmen. Und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, dass man das vielleicht weiß, dass so etwas, dass ich von jemandem etwas annehmen will, weil Tipps sind auch Energie. Tipps sind energetische Energie, die ich auf jemand anderen übertragen möchte. Und der andere, wenn das annimmt und ja dazu sagt, lässt er das in sein System. Und dann ist es als Energie in seinem Raum, in seinem System. Hört sich jetzt ein bisschen weird an, aber wenn du das vielleicht auch mal für dich reflektieren willst und länger darüber nachdenkst, dass es ja auch Energie ist, energetische Information, die bei dem anderen ankommen möchte, die man ihm geben möchte. Und der andere sagt ja aus einem bestimmten Grund dazu ja oder nein. Und deshalb, glaube ich, ist es auch so ein Thema, auch in der sozialen Medienwelt, dass viele sagen, hey, das ist so belastend, wenn wir immer einfach so Tipps hinbekommen, hingestellt bekommen. Ich will das auch nicht. Oder dass es einfach viel respektvoller ist, wenn wir sagen, ich frage den anderen, ob er einen Tipp haben will. Und fragen bedeutet auch nicht zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber ich schreibe dir das jetzt alles hin, was ich weiß und was ich dir sagen will. Das bedeutet es auch nicht, weil wenn wir das schon hinschreiben, dann liest er es ja auch schon. Also das heißt, fragen, respektvolles Fragen bedeutet, ich halte mich mit meiner Antwort noch zurück. Ich frage ihn wirklich erstmal, ob er das hören will. Und ob er überhaupt daran interessiert ist, weil es kann ja sein, und es ist ja nichts Persönliches, dass der andere sagt, du, ich habe zu dir überhaupt keine emotionale Bindung, ich will von dir gar keine Tipps. Und es gibt Menschen, die sind da offener, die nehmen von mehr Menschen Energie an und Tipps und Informationen. Es gibt aber auch Menschen, dazu gehöre ich auch, die suchen sich sehr speziell aus, von wem sie etwas annehmen möchten und von wem nicht. Und das ist ja nichts gegen jemanden, sondern das ist ja einfach aufgrund von der eigenen Geschichte so passiert. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich lange Zeit sehr schlechte Bindungen hatte und sehr wenig Menschen vertrauen konnte und auch immer wieder gemerkt habe, dass man bestimmten Menschen nicht vertrauen kann, weil sie Dinge ausnutzen, weil sie einem wehtun, weil sie einem manipulieren, weil sie einem erpressen, weil sie Missbrauch durchführen an einem. Und so weiter und so fort, weil sie lügen, weil sie das nicht wertschätzen, dieses Vertrauen und so weiter. Und man dann eine ganz andere Überzeugung und Weltsicht bekommt durch diese Geschichte, wie jemand, der das vielleicht alles nicht erlebt hat. Und es ist dann auch klar, dass dieser Mensch dann für sich andere Entscheidungen trifft, wie eben zum Beispiel, hey, ich muss jemandem wirklich vertrauen können oder zu ihm eine stabile Bindung haben, damit ich das auch annehmen kann und damit ich das gut finde und ich mich darauf einlassen kann, weil wenn man sich nicht darauf einlassen kann, hat das erstens auch Gründe, manchmal auch Berechtigte oder die Gründe liegen in der eigenen Geschichte, dass man immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht hat und jetzt sich einfach auch schwer tut, jedem sein Vertrauen entgegenzubringen. Und ich finde, das ist auch gar nicht notwendig, weil was wirklich notwendig ist, ist, dass dieser Mensch selber entscheiden darf, was für ihn gut ist und was nicht und was sich für ihn richtig anfühlt und was nicht. Und dass der Mensch das auch selber entscheiden darf, von wem er was annehmen möchte und von wem nicht. Weil das ist dann so eine Bewusstseinsebene, wo es eben nicht mehr missbräuchlich ist, sondern wo sich der andere Mensch selbstständig öffnen darf für eine bestimmte Hilfe oder eben auch nicht. Und gerade Menschen ist meine persönliche Erfahrung, die unfassbar viel Missbrauch auf emotionaler Ebene, auf verbaler Ebene, auf körperlicher Ebene, auf sämtlichen Ebenen erfahren haben, brauchen es umso mehr diese Kontrolle darüber, dass wir selber entscheiden dürfen, von wem wir was, wie viel, wann, wie oft annehmen wollen oder eben auch nicht. Also ich habe das schon bei mir, dass ich Kontrolle brauche, weil das ist nämlich das, was ich nie hatte. Kontrolle darüber, dass ich entscheiden kann, wem ich mein Vertrauen schenke und wem nicht und dass man nicht ständig Menschen ausgesetzt und ausgeliefert ist, die es eben nicht gut mit einem meinen. Und
Man ist ja dann mal froh, wenn man aus dem raus ist als erwachsener Mensch und einfach endlich mal entscheiden kann, wie man handeln möchte und dieser ewig und ständige Missbrauch an einem endet und aufhört. Und es ist so eine unfassbare Arbeit, da rauszuwachsen und sich rauszuentwickeln aus so einem Feld. Und umso wichtiger ist es dann, dass man Menschen in sein Leben bekommt, die das auch respektieren und verstehen, warum man da so viel Kontrolle braucht und warum man das braucht, dass man es selber entscheidet und dass man eben die Kontrolle darüber hat, wer wo was hinstellt und wo was macht und wo Energie gibt und so weiter. Und wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, wenn man einfach Tipps irgendwo immer hinhaut und hinknallt, das ist wie wenn ich rausgehe mit mit irgendeinem Sack voll Zeug oder einer Schubkarre und da ist lauter Zeug drin und dann schütte ich das hin, wo ich will. Und es geht halt einfach nicht, weil ich kann das nicht einfach irgendwo hinschütten, nur weil ich das jetzt gerade gut finde, dass ich das so hinschütte, sondern ich muss den anderen fragen, ob er das will, dass ich das so hinschütte, ob er überhaupt daran Interesse hat, dass ich das so hinschütte, ob er das Material überhaupt brauchen kann, ob er das überhaupt bestellt hat sozusagen. Und das ist dann auch eine bewusste Schöpfung. Was hat der andere bestellt und was bekommt er? Und wir fühlen uns halt auch wohler, wenn das in Einklang ist. Und nicht, wenn wir einfach immer etwas in unsere Realität bekommen, das wir überhaupt nicht bestellt haben zum Beispiel. Oder dann immer merken, dass sich unsere Prägung immer wiederholt und wir immer noch auf eine Art und Weise behandelt werden wie früher, wo das vielleicht auch mit uns gemacht wurde und sich das einfach total ungut anfühlt. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, der das mal reflektiert, da auch auf so ein Gefühl kommt, dass wenn man auch wirklich mal hinspürt, dann spüre ich das schon, dass sich das ungut anfühlt. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir da so ein Bewusstsein dafür bekommen und dann immer wacher werden und immer bewusster auch agieren und mit dem umgehen. Und dass uns auch bewusst wird, dass es auch kein persönlicher Angriff ist, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will keinen Tipp gerade oder von dir gerade nicht oder allgemein gerade nicht oder ich brauche gerade den Tipp nicht, der hilft mir gerade nicht weiter, dass wir auch lernen, das zu respektieren und immer mehr auch in unserem Raum bleiben können und sagen, okay, ich frage erst mal, ob der andere es überhaupt hören will. Oder was wir auch schon mal hatten, was ich in meinem Leben schon mal erlebt habe mit einer Bindungsperson, ist, dass wir dann ausgemacht haben, dass wenn mir etwas auffällt, weil ich ja immer sehr wach oft bin und mir bestimmte Muster auffallen oder bestimmte Verhaltensweisen, und wenn mir was auffällt, dass ich den anderen erstmal frage, ob er wissen will, was mir auffällt und nicht gleich mit der Tür ins Haus falle, weil da bin ich auch gut darin, und dann gleich raushau, was mir auffällt, sondern erstmal quasi eine Tür weiter zurückgehe und sage, willst du überhaupt wissen, was mir auffällt? Ich muss das auch alles lernen. Es ist nicht so, dass ich hier schlau rede und das alles kann, sondern teile das mit dir, weil es in meinem Leben ist und weil ich es auch lernen muss und darf und auch will. Weil es mir wichtig ist, dass andere Menschen sich respektiert fühlen von mir und ich will aber auch von anderen Menschen respektiert werden. Und ich wollte heute einfach mal den Gedanken mit dir teilen, dass mir sehr stark aufgefallen ist, dass bei mir zum Beispiel die Ursache, ob ich Tipps eben annehmen will und kann oder nicht, wirklich die Basis von einer Beziehung ist. Wie gut die ist, wie stabil die ist, wie sicher, wie liebevoll, wie ehrlich und so weiter, welche Werte diese Bindung hat und dass ich eben auch die Kontrolle brauche durch meine Geschichte, von wem ich etwas annehmen möchte und von wem nicht. Und vielleicht hilft es dir auch, das mal zu reflektieren, wie du da im Alltag damit umgehst, auch wenn du da noch anders handelst und dich irgendwie schämst oder so, dass du dann liebevoll zu dir bist und sagst, okay, ich habe es halt einfach nicht gewusst und jetzt übe ich das mal anders zu machen. Es gibt ja auch Menschen, die sind da dann so, dass sie sich das eingestehen können, dass sie das vielleicht auch gemacht haben, aber können sich dann auch selber verzeihen und ich finde das auch wichtig und dann aber auch dazulernen. Es gibt auch Menschen, die wollen vielleicht damit nichts zu tun haben, weil sie das gar nicht so reflektiert machen wollen, sondern die wollen das halt einfach hinknallen dürfen. Da müssen sie halt dann gucken, wo sie die Plattform haben, weil vielleicht gibt es auch Menschen, denen das wirklich nichts ausmacht, wenn man da das immer einfach
hingibt und der andere hat dann die Kontrolle oder so zu entscheiden, was er da annehmen will oder nicht. Und da gibt es ja verschiedene Menschen und jeder ist irgendwie anders. Manche sind es vielleicht auch nicht so streng, weil sie nicht so negative Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Die können dann vielleicht auch besser damit umgehen, wenn da jemand was hinschreibt. Aber was meine Erfahrung ist so, dass wenn alle so ganz, ganz ehrlich zu sich sind, dass dann viele eigentlich sagen, es fühlt sich nicht gut an oder ich fühle mich unwohl damit, wenn das Menschen machen. Oder naja, wenn ich so ganz ehrlich bin, dann fühle ich mich schon immer ein bisschen übergriffig behandelt oder so. Also das habe ich schon jetzt von mehreren Menschen gehört, die aber eigentlich sehr stabil und stark sind und oft sehr viel halten können, was das angeht. Und ja, vielleicht hilft es dir auch mal drüber nachzudenken. Und vielleicht ist es eine Anregung für dich. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir da alle bewusster werden und üben und ja, so einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.